So, damit und... Oh, hallo? Then make it quick. That business thing's been set up. The Chinese guy, Mr. Chang, is at the inn. Ching, Shang, Chong. On the phone? What the fuck is wrong with you, damn it, Ron? Now I'm gonna have to discipline you, and you know how I feel about that. Okay. So, damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 5 im Singleplayer. Im letzten Part haben wir versucht, dieses Pärchen irgendwo hinzubringen, aber so richtig hat das nicht geklappt. Jetzt genießen wir erstmal den, oh, den Sonnenaufgang, Untergang, was sagt die Uhr? Untergang, Mensch, der Sonnenuntergang. So, ich möchte jetzt aber dennoch mal kurz zum, zum Spray and Pay, oder wie das heißt. Da, Spray and Pay. Und ich möchte die Karre mal ein bisschen aufrüsten. So, wow, what the fuck. Jetzt mache ich mal wieder, weil wir in den letzten Folgen ziemlich viel Ego gefahren haben. Oh, der Bike! Weil wir in den letzten Folgen ziemlich viel Ego gefahren sind, fahren wir jetzt mal wieder ein bisschen Third Person, damit sich keiner beschweren kann. Ihr wisst ja, wie das läuft. Plupp, Licht an. Oh, schön. Läuft. Und die Musik ist ja auch mal... da. Sie ist da. Anders möchte ich mich noch nicht dazu äußern. Und das war... gekonnt. So, also im letzten Part haben wir... ganz, ganz viel gemacht und Trevor das erste Mal kennengelernt, mit dem wir jetzt auch aktuell noch ein bisschen spielen werden. Weil, wenn ich mir das so angucke... Ah, okay, gut. Wir hätten mit Franklin auch noch zwei Missionen. Aber wir werden erstmal ein bisschen mit Trevor spielen. Weil Trevor eine ziemlich abgefuckte Redneck-Sau ist. Was haben wir denn hier? Holy shit. Okay. Was bist du? Du bist der Duke of Death, ne? Saugeil. Steht er einfach so hier rum? Dann gucken wir mal, ob wir an dem noch was machen können. Oh, da wäre ich fast drunter durchgefahren. Oh. 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 Irgendwer findet das, glaube ich, gar nicht so cool, dass wir uns ihn gerade genommen haben. Oh. Alter. What the fuck? Ist das normal? Hallo? Ist das normal, dass wir verfolgt werden? Ich habe keine Ahnung. Ich habe GTA 5 bisher nicht. Was ist denn los? Mama. Nee, jetzt mal ohne Witz. Ist das normal, dass wir verfolgt werden? Und dass sie so dermaßen auf uns zugehen. Komm, fahr. Mein Gott, Traktion. Das war knapp. Muss ich die loswerden? Kann ich die loswerden, ist die Frage. Muss ich die umbringen? Lohnt es sich, die umzubringen? Also ich bin mir sicher, dass ich die umbringen kann, aber habe ich was davon? Wie viel sind es denn? 2. Kann ich hier rausschießen? Ja. Ich probiere das mal. Ich habe irgendwie wenig Waffen, kann das sein? Also wenig Munition. Wie ist denn das hier? Stehen bleiben lohnt sich auch nicht, ne? Ich glaube, das ist mein Todesurteil. Nee. Okay. Perfekt. Dann haben wir jetzt einen Duke of Death. Duke of Death. Motherfucker. So. Gut, 5 Minuten sind schon mal drauf gegangen. Dann fahren wir jetzt aber nochmal zu Spray and Pay. Ich mag den Namen andersrum übrigens lieber. Soccer-Rennen solltest du ausprobieren. Aha. Weil ich jetzt den Duke of Death habe oder einfach nur, weil ich so ein Badass Motherfucker bin? Motherfucker? Kein Zug, kein Zug. Oh, so. Wenn man eine kleine... Ich kenne da eine Abkürzung, ne? Berühmte letzte Worte. Wisst ihr ja.
Boah, der hält aber echt viel aus. Leck mich an der Tasche. Und es ist ein Duke, also hallo. Kein Flugzeug, kein Flugzeug, bitte kein Flugzeug. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht wieder, wenn wir da irgendwie so in die Richtung fahren, wo wir den Wagen hergenommen haben. Fände ich persönlich eher so mittelgeil. So, fahren wir so langsam wieder auf die normale Straße. Straße. Die Autobahn. Guter deutscher Autobahn. Ja, anscheinend ist jetzt wo. Das finde ich ja schon mal klasse. Und wir können auch zu Sprainpay. Was soll man denn bei dem Auto noch verbessern? Aha. Ich finde die cool. So, ich möchte die LKW-Hupe drin haben. Ja, warum nicht? Neon-Kits, Neon-Anordnung. Nee, das passt zu so einem Auto, glaube ich, nicht. Naja, egal. Das passt definitiv auch nicht. Was ist denn hier Sekundärfarbe? Ach so. Nee. Nee, der bleibt komplett schwarz. Ja, warum nicht? Ja, komm. Ich will den Wagen halt wirklich behalten, von daher. Was haben wir denn beim Muscle Car? Oh. Die sind schön. Die nicht, die auch nicht. Das sind LKW-Reifen. So sehen die Originalen aus. Nee, dann packe ich da hier. Ja, die packen wir mal drauf. So, Farbe passt auch. Tuning-Reifen gern. Schusssicher sind sie auch schon. Dann boah, schwarze Reifenquallen drauf. Und das war's. Okay, schade. Aber, okay. Gehen dann eigentlich da oben auch die Lampen an? Zack. Cool. Ach, das ist der Unterschied zwischen Fernlicht und. Nee. Normal. Fernlicht. Auch nicht schlecht. Gut, dann bringen wir den jetzt noch gerade zu Drivers Bude und dann machen wir mal das, ja, ich glaube, wir machen das Mr. Cheng Missionsding hier, das T. Und ich sage auch direkt schon, wenn wir irgendwie mal die Gelegenheit dazu haben, wow, werde ich auch nochmal ein Dirtbike besorgen und das auch mal ein bisschen aufbauen, weil am Ende des Tages ist es ein Dirtbike und Dirtbikes sind cool. Auch wenn sie hier nicht so eine schöne Engine und Physik haben wie in GTA 4, aber... sind Dirtbikes. Und, was auch immer geht, sind die Naked Bikes. Aber, wie einfach nichts an dem Auto dran ist, ne? Kleiner Kratzer. Und die PCJ600, die finde ich auch schön. Wisst ihr auch warum? Weil ich nämlich selbst ein Motorrad fahre. Beziehungsweise, noch fahre ich sie nicht, aber noch, bisher habe ich sie schon mal. Die nehme ich genauso aus wie die PCJ600. Oh Mensch, euch wieder. Ich würde sie ja jetzt schon gern mal da runterfahren. Ich bringe erst den Wagen hin. Hoffentlich. Hoffentlich geht das. Ich glaube, das ist irgendwer sauer auf mich. So, ich nehme schon mal die Waffe. Ist das Pärchen noch da? Ja, ja, halt mal die Fresse. Ich will mal gucken, ob das Pärchen noch da ist. Dann versuchen wir uns nämlich daran nochmal, ansonsten machen wir dann das Tee. Wenn es sowieso direkt in der Nähe ist. Chinese Restaurant, aha. Ne, ich glaube, weil ich weitergefahren bin, sind die jetzt nicht mehr hier. Ne. Schade. Sehr, sehr schade. Ach, Trevor hat ja mal so gar keine Ausdauer, fällt mir immer auf. Scheiß, Alter. Der ist ja direkt im Arsch. Schon wieder. Ja, komm, wir rennen jetzt mal weiter. Mhm, komm. Ist nicht so ein weiter Weg. Achso, ich kann nicht hochspringen. Okay, dann gehen wir halt über die Treppe. Oh.
for you. Who was here? Them bikers. After you killed them bikers. And they damage my stuff, huh? They smash up my home, damage my soul. This statue here of impotent rage, this fucking meant more to me than Johnny K meant to anyone, and they smashed it. Those pathetic, midlife crisis, hog-riding, shaven-headed, fruity leather, chap-wearing fucking assholes. They're assholes, Trevor, they are. They're chap-wearing assholes. Wait, you little shit. Whoa. Hey, Michael fucking Townley, right? Bitch wife, two kids, 45, find them. Los Santos is a big place, Trevor. There's lots of people. You are fucking useless. Huh? Find out who did that fucking robbery, all right? And if Michael Townley lives there, or anyone matching his description, I'm gonna kill you and your fucking cousin. Am I being clear now? Yes, Trevor. Thank you, Wayne. Now smile. Yeah, uh-huh. All right? That's better. Run along. Now, Ron, shall we go? Cannot believe that they fucking destroyed the statue of impotent rage. The cheek, huh? The fucking cheek. Boah, ist Panne im Kopf. Alter Falter. I got swing by ammunition. Go to Sandy Shore's airfield. Check it out. Kann man mit dem Ding eigentlich auch ein Wheelie machen? Hab ich noch nie ausprobiert. Ne, er zieht sie nicht hoch. Aber es müsste mit, also es ist mit Quads genauso möglich. Oh. I'm not buying anything. I need a sniper rifle with a high power scope. They say they support local business. Well, we're about to find out if that's true. Trevor? Ah, ja, okay, alles klar. Mahlzeit. How do you feel about brand synergy, huh? TP Industries. Ammunition. Good, because you're about to make a corporate gift of a rifle, a high powered scope, and a suppressor. Take whatever you want, Trevor. I can't afford another fire. That sniper on your wall looks like it'll do the job. Ich sag, einfach Gottes. Okay. It'll do nicely. You got a scope and a suppressor for this? It'll be quiet as a mouse. Alright, now, stop selling weapons to that half-wit, Cletus. So, kann ja nicht schaden. Grüner Farbton, Orange, ja, das PD, Pink, mhm. Vor allem, ich weiß jetzt schon, wenn ich frage, welchen Farbton ihr für jeden Charakter gerne hättet, weil dann kaufe ich halt alle Waffen in dem Farbton, dann weiß ich ganz genau, dass mindestens die Hälfte von euch bei irgendwem oder bei allen drei Pink haben will. Und das finde ich nicht so geil. Also blau finde ich ganz, also die LSPD-Farben finde ich cool, orange finde ich cool, grün ist so, okay, und der Armee-Farbton. Naja. Oder mit Gold könnte ich mich auch noch irgendwie anfreunden, aber Pink, oh Gott, nein. So, was ist denn generell so Trevor bei dir Sache? Deckline, Schalldämpfer. Können wir ein bisschen Munition dafür kaufen. Die hast du auch, ne? Dann noch ein größeres Magazin und ein Zielfernrohr. Und ein bisschen Munition dafür. So, und... Ja, komm. Besser als nichts. Normale Pistole haben wir auch. Ach, die ist. Ach, die wirkt so blau hier durch, komisch. Kann man auch ein bisschen was von kaufen. Sonst noch was? Tränengas, Granate. Kanister. Kriegs. Alter. Ja, komm. Ausprobieren will ich es ja mal. Hast du noch irgendwie was zu essen hier? Kann ich kein Bier trinken? Ich würde mich ganz gerne noch lebensmäßig so offen. Mano. Kriegsbeil. Alter. Okay. Dann fahren wir mal zu Ron. War Ron nicht sogar in GTA 4? Also nicht der Ron an sich, sondern... Der Name Ron, da war das doch, glaube ich, sogar eine Ölraffineriefirma so. Er hat Strip gesagt. Oh. I'm up here. I don't see the hardware.
do see a hell of a lot of bikers. Hardware. Ich zeig dir gleich mal meine Hardware. Trevor? Bitte? Trevor? Keine Zeit zu verschenken. Und sowieso schon zu viel verschwendet an Zeit. So, ich wechsle auf. Ah, knackende Finger, das zu tun. Ja, genau, die bleiben einfach die ganze Nacht da. So, ich wechsle auf Tastatur und Maus. Whenever you get a doubt in your mind, I want you to remember that I'm watching you through the scope of a high-powered rifle. Right, Trevor. Right, right. Got it. Now relax. The ATV can only take you so far. Park it and don't let them spot you. Can you see me, Trevor? Trevor? You see me? You wouldn't believe this, Ron. One of these assholes is having a seizure or something. That's me. That's me. Don't shoot. Well, get a move on. I'm moving. Just keep me covered, okay? Okay, dann ich bin jetzt auch mal ein bisschen ruhiger, damit wir uns da wirklich konzentrieren drauf können und ich euch vielleicht dermaßen erschrecken kann, dass ihr euch vor Angst in die Hose kackt und pisst. Kann ich irgendwie Luft anhalten? Okay, nee, anscheinend nicht. Ronnie. Okay, dann warten wir noch. In my sight, so get a move on and plant that bomb on the gas tank. I can't. There's someone coming out of that building. I can hear him at that far door. There's a second guy coming out of the building. Good kill, Trevor. Oh, jetzt muss ich natürlich genau in dem Moment nachladen. Ich habe nicht geguckt und dann war natürlich genau da das Magazin leer. Ich hätte einfach drauf schießen können, würde genauso. Na, ist egal. Traumhaft. Oh, wunderschön. Das ist ja wie Weihnachten und Ostern zusammen. Oh shit. Okay, Deckung. Wir machen das mal mit. Bisschen mit Trevors Spezialfähigkeit. Wobei ich. Run,
Schon. Guck raus. Komm. Habe ich den nicht in... Ach so, du bist nicht der Fahrer gewesen, okay. Okay, alles klar. Tipp, nicht ins Street weglaufen. Okay, komm, Gas run. Komm, gib Gas. Freier wird's nicht. Kann ich gerade irgendwie unendlich lang schießen? Ich glaube, den lasse ich mal am Leben. Schade, ich wollte eigentlich, dass er vom Triebwerk zerfetzt wird. Sollten wir das Flugzeug vielleicht nehmen? Oh shit. Okay, dann geben wir mal Gas. Komm. Komm, ich möchte, dass du in das Triebwerk reinfliegst. So, langsam und dann so. Komm. Achso, kann man machen. Komm. You set up a buyer for these guns already? I thought we was just hitting back at them for the thing with the statue. If you'd read our latest shareholder report, Ron, you'd know the Enterprises has been exploring a takeover of some lost MC business in the armaments and narcotics sectors for some time. And that kind of requires someone to purchase our guns. Right, of course. But Johnny Kay and the figurine? Recent events, my impending departure included, have only expedited things. Trevor Phillips Enterprises is a far superior organization to the Lost Leather Club. Well, we hope we improve revenue streams, cut overhead, and maximize profit, all that. I wouldn't expect anything less. For one thing, we won't be paying a bunch of idiots to stand around in cowhide sniffing engine fumes. It's important work you're doing out here. Und da fliegst du mal so ein paar Brücken, das brauchen wir auch für die 100%. Okay, gut. Ja, ich glaube, wir hätten jetzt ein bisschen Zeit für Real Talk, hätte ich mal gesagt. Die Kamera verwirrt mich jetzt ein bisschen, wow. Das kriege ich hin. Was ist denn hier los? Hier brennt irgendwas, kann das sein? Das muss ich drücken. Shipment successfully delivered, Ron. Okay. If you beat me to the airstrip, I'll butcher your carcass in a rapian cheesecloth. Okay, dann fliegen wir jetzt ein Rennen. Oh, da könnte ich noch drunter durch. Müssen wir daran denken, dass wir jetzt nicht über die Militärbasis fliegen dürfen, weil sonst werden wir ziemlich brutal abgeschossen. A vast criminal conspiracy like the Lost MC shouldn't let a goon like Johnny K represent them. He
was a man past his prime. I heard he used to be serious. Few hard stamps to the head knocked the seriousness right out of him. Sure did. But before that, I mean, back in Alderney. Man was weak for Crystal. Weak for Ashley. Man was weak. Shouldn't have spoken to me like that. He shouldn't have. He was a fool. And you corrected him. He'll not do that again. Alter Vater, was die da einen Schiss labern. So the guns are going to Mexico? Mexico, yeah. Guy in the boat is Oscar Guzman. He's in with the cartels. Sagt mir nichts, der Name. Like I hadn't thought of that. We might be able to buy into Oscar's thing, but leave that to me, Ron. Achso, dann wollte ich auch mal gefragt haben, wie euch das lieber ist. Wollt ihr lieber, dass ich die ganze Zeit laber und dann da so drüber laber? Ich meine, ich kenne die Story ja schon. Oder ist es euch lieber, wenn ich die Fresse halte bei solchen Dialogen? Das müsst ihr entscheiden. Parken wir noch schön. Und dann soll es das für diesen Part auch erstmal wieder gewesen sein. Ich glaube, das war adäquate restitution for my impotent rage statue. That was a mighty fine statue, Trev. That was a mighty fine piece of plastic shit. But there is no price for emotional attachment. I mean, you might forego your cut to alleviate my heartache. I might. I mean, I will. Good idea. We don't have time to dwell on that now, because we got more runs, Ron. If there is one thing that they need south of that big fence, it is guns. Trevor Phillips Industries. Technical expertise, managerial innovations, unstoppable. Oh, that's right. Now go. Er ist jetzt quasi Ron unstoppable. Kein possible Witz. Okay. Okay, dann bedanke ich mich schon mal fürs Zuhören und hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Part wieder ein. Hier seht ihr jetzt auch, ne, die Farbe des Besitzers ist dann derjenige, der das kaufen kann. Ne, der es gekauft hat. Ach, keine Ahnung, ist auch egal. So. Ich hoffe, wir sehen uns dann, wie gesagt, beim nächsten Mal. Bis dahin. Haut rein und, oi wei. Oh, Smoke on the Wall. Medical Mario. Oh, mein Gott. Smoke. Oh. Der hätte von mir sein können. Alles klar. Dann. Tschö, tschö. Na, aber das gucken wir uns mal an. Ja. Soll ich jetzt 6 Brücken oder. Ach, das ist ja blöd. Fliegender Tod? Ach so, ich hätte. Ja, das, was ich versucht habe, dass er ins Triebwerk. Ist egal. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.